Einen schönen guten Tag. Hallöchen. Hallöchen. Jan, wo erreiche ich dich gerade? Paris, olympisches Dorf. Du so? Büro, Hinterhof, Rottenburg am Neckar. Same, Ja, same, same. so sind die Geschmäcker verschieden. Man Auch tut, was man kann. Popwand. Genau. Jan, Alter, wie geht's dir? Hey, gut, gut, sehr gut. Bin gestern im Olympischen Dorf in Paris angekommen. Gut und noch etwas überwältigt, würde ich schätzen. Das trifft's relativ genau. Wir haben ein paar Tage gebraucht, bis wir wieder aufzeichnen. Und die letzte Episode habe ich mir auch die Zeit rausgenommen, dass ich Dinge erzähle. Ich könnte da jetzt natürlich auch dran ansetzen, aber es ist völlig klar, diese Episode heute, da gehört dir der Redeanteil. Ich bin völlig gespannt, was in den letzten 24 Stunden passiert ist, was die letzten Tage passiert ist. Weil wir hatten echt wenig Kontakt. Es war auch nicht so leicht, jetzt nochmal einen Termin zu finden. Aber ich bin super glücklich, dass wir es noch geschafft haben. Ich wäre großer Fan davon, wenn wir es irgendwie schaffen, vielleicht noch mal in einer Woche oder so aufzuzeichnen. Nach den ersten oder ersten zwei Spielen. Sowas in die Richtung. Da wird sich ja wahrscheinlich die kommenden Tage bei dir ein bisschen zeigen, wie so dein Schedule ist. Aber jetzt erzähl. Erzähl einfach alles. Ich lehne mich zurück und höre dir zu. Und ab und zu stelle ich vielleicht eine Rückfrage, wenn die genehm ist. Ja, machen wir. Ja, wilde Zeit. Ich roll das mal von hinten auf. Wir waren jetzt die letzten 2 Wochen, noch in Polen beim Vorbereitungsturnier. Bin da Dritter geworden von 4. Haben gegen Slowenien und Polen verloren und gegen Ägypten gewonnen. Waren letzte Woche, beziehungsweise vor ein paar Tagen dann noch in Frankreich. Haben da zweimal gegen Brasilien gespielt, haben einmal 3-2, einmal 3-1 verloren. Haben das zweite Heimspiel dann Heimspiel gehabt, nach langen Jahren mal wieder in Deutschland, in Saarbrücken, was ziemlich nice war. Ja, bitte, deine Frage. Das ist mir auch aufgefallen. Es gab ewig keine Heimspiele mehr der Volleyballnationalmannschaft. Ich erinnere mich, ich glaube, es gab vor ein paar Jahren mal noch etwas in Bremen, Bremerhaven, irgendwie so war, glaube Kam ich, was mal ein in Bremen, Spiel. es kam was in Leipzig und es gab mal was noch in Ludwigsburg, aber ich glaube, das war tatsächlich vor Corona, ne? Also 2019. Nee. Es ist Ich weiß nicht, ob doch, danach nochmal ja. was war. Naja, Anfang 20 war ja dann sofort Covid im März. Es müsste eben die Zeit gewesen sein. Sag vielleicht da mal kurz was. Also das Spiel war wo in Saarbrücken? Wir haben in Saarbrücken gespielt, in diesem Sportcampus Saar, also Olympiastützpunkt. Das war nice, weil es nochmal, wie gesagt, es ein sehr, sehr langer Zeitraum war. Deutsche Fans, deutsche Stimmung, was tatsächlich auch echt cool war. Wir waren mal wieder das Heimteam mit der Nationalmannschaft und es war echt ein schönes Ereignis, war ich. Sehr rund, bis auf unser Ergebnis am Schluss, aber ansonsten war das cool organisiert. Wir haben viel Spaß, haben danach ein bisschen Autogramme gegeben und ein paar Leute gesehen, die wir vielleicht auch eine Weile nicht gesehen haben. Die Leute haben uns mal wieder gesehen, auch nach langer Zeit. Und das war sehr, sehr schöner Abschluss und sehr schöne Einstimmung jetzt, glaube ich, noch auf Paris. Wie gesagt, das Ergebnis war nicht optimal, aber ich glaube, wir haben ein ganz gutes Spiel geliefert und die Brasis haben auch ein ganz gutes Spiel, muss man sagen. Und dann ging es, das war am Sonntag, heute ist Mittwoch, Dienstag, sorry, Dienstag, hatten am Montag dann die Anreise hier nach Paris, genau. Wir waren davor in Metz, in der Nähe von Metz, in so einem französischen Sportzentrum oder Leistungszentrum. Und sind dann am Montag aus Metz mit dem Zug, auch nicht besser als Deutsche Bahn, mit 50 Minuten Verspätung, wir hatten ja nicht mal umsteigen, aber losgefahren und sind dann hier in Paris angekommen, am Gare de l'Est, sind dann direkt, mussten da warten, hatten dann dort unseren Bus und wurden dann Security zum Bus gebracht, und sind dann hier zum Olympischen Dorf gefahren gestern Abend. Ich habe eine Was? Frage. Ja. Aber bevor ich die stelle, es ist 14:55 Uhr und in 5 Minuten klingelt hier der Glockenturm und ich mache davor, kurz bevor wir weitersprechen, das Fenster zu, weil dann haben wir in 5 Minuten sonst ein Problem. Ja, mach mal. Aber du hörst mich ja weiter.
Genau, sind angekommen, dann mit dem Bus hier. Ja, da habe ich eine Frage dazu. Also was heißt eskortiert? Das heißt, also Paris ist ja gerade jetzt schon die Destination aller Herren Länder. Das heißt, es kommen ja alle Olympiateams plötzlich nach Paris. Ja, Das heißt, da ist jetzt so eine also Ankunft wir sind. nicht was ganz Besonderes. Aber wie läuft das? Das heißt, die wurde da am Bahnhof direkt von Wir sind Sicherheits- und also ganz normal. Servicepersonal Muss ich abgeholt. vorstellen, Gare de l'Est ist wie Stuttgart, also ein Kopfbahnhof. Wir sind alle quasi zu diesem Kopfende gelaufen. Da waren dann schon Volunteers und haben uns in eine Ecke gewinkt, weil man uns natürlich erkannt hat. Erstens zwei groß und zweitens zwei alle gleich. Und dann stand halt auch Germany vorne drauf. Also sind dann quasi direkt an so einer Ecke auf alle gewartet, weil wir nicht alle zusammensitzen konnten im Zug tatsächlich. Und da war dann Security an unserem Ausgangstor sozusagen, weil wir extra rausgegangen sind, sondern und nicht durch den normalen Ausgang und sind dann quasi mit ein paar Volunteers einfach zu unserem Bus, der 25 Meter weiter stand, ja, also gebracht worden und sind dann einfach tatsächlich in einem ganz normalen Linienbus ins olympische Dorf gekommen und unsere Taschen wurden aber von einem Transporter sozusagen gefahren, und sind dann hier durch den Verkehr ganz normal gefahren. Da gibt es irgend so eine Route für die, glaube ich, die jetzt nicht an den Hauptstraßen ist, aber sind dann hier angekommen, so gegen 5 oder so, am Dorf tatsächlich selber. Und ja, dann kommst du da an, dann ist da halt erstmal Security-Check, dann gehst du durch den Security-Check und dann kommst du quasi in die offizielle Akkreditierung für Olympia. Dann kriegst du davor so eine kleine Mappe und mit dieser Mappe kriegst du dann deine Akkreditierung, kriegst dann so ein, ich habe es jetzt hier auch um, weil das ist hier Gold. Zeig nicht den QR-Code, nicht den QR-Code zeigen. Ja, den kann man nicht, also du brauchst den QR-Code gar nicht so oft, aber ja, das hier, du musst quasi immer damit rumlaufen, sonst kommst du gar nirgends rein. Sind dann quasi akkreditiert worden, sind dann zu einem deutschen Haus gekommen, hatten wirklich einen richtig schönen Empfang von allen Leuten oder von einigen Leuten aus dem deutschen Haus mit Was dem, passiert da? Wie läuft es ab? naja, du musst dir vorstellen, dass dieser Komplex ja alles neu, also es ist alles komplett Neubauten, die dann später zu Apartments werden, und auch Bürogebäuden, glaube ich. Du kommst da rein, man geht so eine kleine Straße runter und das deutsche Haus ist quasi direkt am Fluss hier unten und wir sind quasi das Eckhaus. Und vor dem Eingang unseres Apartmenthauses, das ist einfach ein Hochhaus mit Balkon und etc., stand quasi ein Teil der deutschen Delegation und hat uns quasi mit dem Clouseau-Song und dem offiziellen Deutschland-Song, Deutschland für Olympia-Song, sozusagen empfangen und einfach mit Klatschen und waren alle super happy und wir sind dann quasi dann eingelaufen und das war ein sehr, sehr warmer Empfang und glaube ich, hier auch mal ein Lob an wie sie sich selber nennen, Team Deutschland, tatsächlich den DOSB. Es war wirklich cool. War ein cooles Ankommen. Es war sehr, sehr, ja, ein sehr, sehr warmer Empfang. Und dann, ja, dann kriegst du den Schlüssel für dein Apartment. Und wir sind quasi aufgeteilt in ein Achter-Apartment und ein Vierer-Apartment. Und Georg einzeln in einem noch anderen Apartment, unser Staff ist noch in einem anderen Apartment und du hast quasi in diesem Apartment jetzt zwei Bäder und vier Doppelzimmer und hast noch einen kleinen wie so ein kleines Wohnzimmer mit einem Kühlschrank drin und hast dann quasi in deinem Zimmer, wie man das so aus von den Bildern kennt, dieses Bett mit der Paris-Decke und einen provisorischen Kleiderschrank, der quasi zwei Kleiderstangen ist und zwei, drei Fächer. Und es wartet deine Tasche im Wohnzimmer. Die ziehst dann in dein Zimmer und packst dann deine Adidas-Sachen aus, ja. Wobei wir das dann ein bisschen später gemacht haben, aber hast dann quasi alles da. Deine Olympiakleidung und es war schon was Emotionales, muss man sagen, weil man es doch gar nicht so richtig, ich habe es immer noch nicht richtig realisiert. Dass es dein Zimmer für Olympia ist und hast deine ganzen Sachen und vertrittst eben nochmal auf einem anderen Level irgendwie Deutschland und das ist schon so ein kleiner Kindheitstraum, der da wahr wird, glaube ich.
Und das kann ich, da kann ich, glaube ich, für jeden von uns sprechen, dass es wirklich, das ist, was die meisten jetzt gerade noch nicht so richtig begriffen haben, aber ja, ein sehr, sehr schöner Moment, ein sehr, sehr emotionaler, glaube ich, auch Moment. Und ja, danach sind wir erstmal essen gegangen und haben dann so eine kleine Runde durchs Dorf gedreht und haben mal die anderen Häuser noch eingeguckt, haben geguckt, wo wir essen, dann gibt es noch so Wenn eine du andere. vom Dorf redest, also das olympische Dorf ist es dann immer. Genau. Ist das, also es ist ein geschlossener Bereich, oder? Geschlossener Bereich, der ist komplett abgeschlossen. Also du kommst da nicht rein ohne Akkreditierung. Und es gibt auch für jeden immer, auch für alle Akkreditierten, immer einen Security-Check, wenn du reingehst. Du kommst immer durch Also die wie am Schleuse. Flughafen oder beziehungsweise wie Genau. beim Konzert, also du zeigst halt deine Akkreditierung mit deinem Code und dann kommst du rein. Genau, hast quasi dein Gepäck legst du auf so einen Scanner und gehst selber durch so einen Scanner und dann kriegst du es wieder. Die haben jetzt auch so moderne Scanner, wo du mit Rucksack durchgehst und wenn es nicht piepst, dann kannst du sozusagen durchgehen. Manche müssen dann trotzdem noch ihre Sachen durch den Scanner jagen, keine Ahnung, habe mich noch nicht ganz hinterfragt, aber ja, unfassbar, weil es einfach wie so eine Neubausiedlung ist mit vielen Hochhäusern. Dieser Food Court ist eine Riesenhalle. Ich weiß nicht, was daraus nachher wird, aber es ist eine Riesenhalle, vielleicht wird es irgendein Einkaufszentrum oder sonst was, wo halt, ich glaube, 7 verschiedene Zonen sind mit verschiedenen, ich sag mal, Themen von Essen. Also es gibt irgendwie Around the World und dann gibt es Frankreich, dann gibt es Halal, dann gibt es Asien, dann gibt es, ich weiß nicht mal, bin aus einem Tag da, also ich weiß gar nicht, was es gibt, aber auf jeden Fall 7 verschiedene sozusagen Stationen, wo du Essen holen kannst. Und dann gibt es immer so Salatbars. Da kann man, die sind quasi auf dem Gang und ja, es ist kulinarisch auf Aber jeden ist Fall das für alles gesorgt. alles for free oder musst du dann da trotzdem ganz normal Nee, bezahlen oder wie? ist alles for free. Also alles, was für die Athleten, alle, die im Dorf wohnen und alle, die akkreditiert sind für dieses Dorf, können im Dorf alles frei benutzen, außer es gibt einen Official Paris Store. Da bezahlen wir ganz normal. Dann gibt es Samsung, da kann man, glaube ich, auch Sachen kaufen, weil die offizieller Sponsor sind. Und es gibt einen kleinen Supermarkt, wo man auch ganz normal noch einkaufen kann, falls man noch irgendwas brauchen sollte. Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt noch keinen Bedarf gehabt für irgendwas. Aber das gibt es auf jeden Fall auch hier drin. Und dann gibt es, ich glaube, Friseur und Beauty-Salon, glaube ich. Den habe ich jetzt noch nicht tatsächlich. Ich weiß, wo er ungefähr ist. Wir sind da mal vorbeigelaufen, aber waren noch nicht drin. Da gibt es halt ein Fitnesscenter hier drin. Es gibt überall so Grab-and-Go-Stationen, wo es halt ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken gibt. Dann gibt es hier quasi Coffee-Stations mit richtigen, ganz normal, wie man halt so ein gutes Café kennt in Deutschland. Genau. Und dann fahren ja halt manche mit Fahrrädern rum und dann ist halt ganz cool, weil die ganzen Häuser immer je nach Land so ein bisschen geschmückt sind. Ich weiß gar nicht, ob bei uns noch jemand anders drin ist, weil die deutsche Delegation sehr, sehr groß ist. Ich glaube, wir sind die viertgrößte oder fünftgrößte hier mit über 400 Athleten. Tatsächlich, ja, und dann lässt du das mal alles irgendwie sacken und läufst da rum und bist noch sehr, sehr lost, würde ich sagen. Und versuch mal kurz zu verstehen, wo du eigentlich bist und was eigentlich abgeht. Und an dem Punkt sind, glaube ich, 90% von uns noch nicht. Und du kriegst halt überall so kleine GIFs und hier und da. Und ganz großes Ding ist anscheinend Pins hier. Der nationale oder Olympia-Verband, also NOC heißt es, National Olympic Committee, gibt halt so Pins raus und jeder versucht halt diese Pins irgendwie zu sammeln. Und die sind wie so ein, die hängt man hier so, wie du siehst, habe ich noch keinen einzigen Pin. Habe ich mich noch nicht so mehr damit befasst. Alter, Ist halt so ein ja. Ding, dass man die tauscht. Okay. Wird schon noch. Ja, und so far so good. Dann warst du und gestern Abend um 5, 6 hier. Wie gesagt, dann war mit dem Essen und alles, war es dann und einmal rumlaufen, war es dann irgendwie schon 9 oder so oder 8:30.
und mal kurz klarkommen, was hier eigentlich alles so alles gibt. Und ja, dann war heute früh, wir sind sehr früh aufgestanden, weil wir zurzeit sehr, sehr früh trainieren. Wir fangen meist um 8 schon mit Trainieren an. Dann stehen um 6 auf, weil wir zwei der drei Gruppenspiele am 9 Uhr morgens haben. Und ja, dann sind wir nur zurückgekommen, hatten nochmal ein Meeting, dann war ich noch kurz beim Physio und hab noch was gegessen davor. Hatte noch ein Interview mit dem Reutlinger Generalanzeiger. Und Schöne Grüße. ja. Und now I'm here. Habe mein Bett umgestellt, weil es ein bisschen logistisch schwierig war. Roommate. Always the same. Reichert. Okay, alles klar. Aber Auch im schöne Grüße Apartment. an Moritz Reichert. Aktuell nicht da, den muss ich gleich abholen, so einen Kaffee. Und ansonsten sind aber noch Breme, Tille, natürlich Kadezek, Zenger. Die konnte man für uns nicht trennen. Und Brandmaße bei uns im Apartment. Das ist das große Achter-Apartment. Sehr gut. Okay, ich hab ein paar Fragen. Jetzt bin ich bereit für deine Fragen. Also ich habe ein paar Fragen. Ein paar sind natürlich sehr ernst gemeint und da gibt es auch eine inhaltliche Tiefe. Aber es gibt natürlich auch Fragen, die da wirst du dir wahrscheinlich schwer tun, professionell zu antworten. Aber ich will sie trotzdem stellen, weil es ist ja kein journalistisches Format, sondern hier sprechen zwei Kumpels und mich interessieren diverse Dinge auch noch rund um diese ganze Veranstaltung. Aber wir fangen erst mal an. Frage 1. Du hast vorhin so gesagt, also es ist noch nicht so richtig dir bewusst, also wo nimmst du wahr, was da gerade passiert oder wie äußert sich das am meisten? In welchen Situationen wird dir bewusst, dass du hier gerade wirklich, also das muss man ja sagen, das ist schon für viele von euch, oder ich glaube für fast alle, bis auf Georg wahrscheinlich, Und Lukas und Campana. Lukas das erste Das Mal erlernt er. und für manche möglicherweise auch das einzige Mal. Also schon so eine Once-in-a-Lifetime-Situation. Wo wird dir das bewusst? In welchen Situationen? Sind es die kleinen Situationen, wenn Leute fragen, ob du einen brasilianischen Pin willst? Oder geht es darum, dass du irgendwie den ganzen Tag mit Team Deutschland auf der Brust rumläufst? Oder Naja, also ich wo glaube, wird dir das bewusst? das Team Deutschland ist mir sich schon bewusst, aber das ist nochmal vielleicht ein Schritt mehr ist bei Olympia, weil man das ganze Team Deutschland vertritt, aber auf der anderen Seite, dieses Team Deutschland sind wir so ein bisschen gewöhnt, auch wenn das nochmal, wie gesagt, ein Next Level ist und das will ich da gar nicht, wir vertreten halt immer Deutschland sozusagen, also das ist jetzt kein größerer oder kleinerer Druck, glaube ich, es sind vielmehr die Situationen, dass du halt in einem Event viele andere Sportler siehst und mit denen im täglichen, die siehst du in der Mensa, die siehst du draußen rumlaufen, mit denen nimmst du trinkst einen Kaffee und du hast halt diesen Austausch mit den deutschen Athleten tatsächlich, weil du halt hier jetzt in einem Haus wohnst und irgendwie auch, glaube ich, schon auch eine große Verbundenheit ist, intern, das irgendwie auch sehr, sehr cool ist, muss ich sagen, weil ich, der DOSB das, glaube ich, oder die Deutschen auch das echt cool machen. Also sehr große Verbundenheit zum eigenen Lager, sage ich mal. Aber sowie auch dieses Aufeinandertreffen von so ganz vielen Ländern und Menschen und also höchstes Level an Sportlern, alle an einem Ort. Und es sind halt über 10.000 Athleten. Die sind jetzt zwar noch nicht alle da, aber es ist ganz viele kleine Situationen und du denkst so, boah, scheiße, eigentlich bin ich hier nur ein kleiner Wurm. In welcher Situation? Nee, allgemein so, also es gibt halt ganz viele, glaube ich, die man vielleicht nicht kennt, aber die halt man weiß nicht mal, wer das ist, aber das kann halt sein, da läuft ja ein sechsfacher Olympiasieger einmal an dir vorbei und ganz viele kleine Kinder träumen davon, jetzt in irgendeiner Sportart mit dem Autogramm oder ein Foto zu machen und am Schluss, und das kann man auch gar nicht, und ich glaube, es ist in allen Sportarten so, kann man gar nicht alle kennen, aber hier ist halt die, ja, Creme de la Creme des Weltsports irgendwie zusammen. Natürlich gibt es welche, die ja fehlen, aber ein großer Teil der besten Athleten der Welt sind halt hier und das ist irgendwie ein ganz, ist ein besonderer Vibe, weil der auch sehr, sehr positiv ist und alle sehr, sehr glücklich sind, glaube ich, weil es einfach nicht selbstverständlich ist.
Olympionik zu sein oder an diesem Event so nah teilnehmen zu dürfen. Was uns zu meiner nächsten Frage führt. Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich bei euch teamintern unterschiedliche Auffassungen bzw. Herangehensweisen mit diesem Gefühl gibt. Mich würde interessieren, wer sind diejenigen bei euch im Team, denen das komplett scheißegal ist, was da gerade drumherum passiert und die das gar nicht so berührt? Und welches sind die, wo du merkst, okay, die, das ist schon gerade hier echt eine coole, coole Situation und die nimmt das vielleicht auch irgendwo auf eine Art und Weise mit, als ob du da schon Situationen erlebt hast. Und angehängt, falls es die gibt, ich gehe davon aus, dass es die mit Sicherheit gibt, dass du da nicht der Einzige bist, redet ihr darüber oder seid ihr da alle dann so in eure coolen oder in eure Coolness gefangen, dass ihr da das nach außen hin zumindest gar nicht an euch ranlassen wollt? Ich glaube, also es kann keiner sagen, dass es nicht speziell ist. Ich glaube, dass Lukas und Georg ein bisschen entspannter sind, einfach weil sie es schon mal miterlebt haben. Und trotzdem ist für sie, glaube ich, auch was Besonderes, weil dann haben sie es halt zweimal gemacht und machen es nicht zum ersten Mal. Aber trotzdem ist, man spürt schon, dass für viele was Besonderes ist. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist oder sehr, sehr gut war, dass wir so früh vorm Turnier da sind, damit du nicht hier reinkommst und einfach mal komplett den Kopf verlierst und denkst so, wow, was geht eigentlich gerade ab? Und dann musst du halt spielen. Wir sind halt 5 Tage vorher da. Ich glaube, die ersten 2, 3 Tage checkst du mal kurz, was hier abgeht und dann wird's ist immer noch was ganz Besonderes. Aber dieser erste Kick nimmt halt so ein bisschen ab. Ich glaube, dass ich kann gar niemand so richtig benennen, weil wir so wenig da sind, aber es war, man spürt schon im Sommer, dass ein besonderer Vibe so in der Mannschaft ist und dass hier auf dieses Highlight sozusagen vorbereitet wurde und das war, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr präsent am Schluss, die ganze Zeit schon. Ich glaube, dass es an keinem spurlos einfach so vorübergeht, sowohl jung als auch alt, aber trotzdem ist sehr, sehr es seine Wirkung über die Tage so ein bisschen hoffentlich verlieren wird, weil ansonsten geht der Fokus halt ein bisschen weg vom Sport und es wäre ein bisschen schade, weil ich glaube schon, dass wir was reißen können. Und dann ist es schöner. Perfekte Überleitung. Kommen wir zum Sportlichen. Ich will gar nicht so drauf eingehen, was ihr euch da jetzt ausgerechnet habt oder so. Mich würde wieder dann einfach organisatorisch interessieren. Ich meine, du hast es gesagt, es sind logischerweise nicht alle in einem Ort, aber 10.000 Athletinnen und Athleten in einer Stadt, ungefähr zur gleichen Zeit. Es gibt ja welche, die früher ab- oder anreisen und manche, später anreisen und manche, die früher abreisen. Aber wie ist es logistisch? Also wo trainiert ihr? Seid ihr immer in der gleichen Halle? Habt ihr fixe Trainingszeiten oder ist es jeden Tag anders? Wie ist es die kommenden Tage? Also es ist jeden Tag anders. Ich glaube, dass wir, jetzt weiß ich nicht ganz genau, weil wir, wie gesagt, seit gestern da sind, wir haben morgens ja aus der Krafttraining. Hier gibt es auf jeden Fall einen Kraftraum, der ist auch relativ groß. Ich weiß nicht, ob du da als Team so einfach reinkommst und einfach mal kurz einen Part blocken kannst. Weil sonst brauchen wir natürlich Ewigkeiten, bis wir auf 30 andere Athleten warten, dann bist du da 3 Stunden im Kraftraum. Ich denke, dass wir das irgendwie versuchen, logistisch zu lösen. Weiß aber noch nicht ganz genau, wie gesagt, wie das funktioniert. Es gibt wie so ein Bus-Terminal, der dich quasi immer zu deinen Locations bringt. Wir kriegen ganz viel einfach nur kommuniziert, wie was abläuft und wann wir losgehen und so weiter. Das ist so das, was ich bisher mitbekommen habe. Ich weiß nicht, wie diese Trainingsanlagen, wo die sind. Es gibt auf jeden Fall auch ein deutsches Haus, weil das mit dem Krafttraining so ein bisschen, glaube ich, schwierig ist. Für Einzelathleten deutlich einfacher als für uns. Weil wir dann halt mit 13 Leuten kommen, plus Staff, die halt dann noch ein bisschen betreuen nebenher, dann sind auf einmal 15 Leute mehr da drin, das macht halt einen Unterschied. Es gibt die Möglichkeit im deutschen Haus, es gibt ein deutsches Haus noch außerhalb des Dorfes, das sowohl diese deutsche Fanzone enthält, in so einem Rugby-Stadion ist es dieses Jahr, als auch eben Möglichkeiten für uns Sportler, da sind sowohl Physiotherapeuten, medizinische Abteilungen, Regenerationsmöglichkeiten, aber halt auch ein Kraftraum, der sehr, sehr gut ist, glaube ich, was wir zumindest von den Bildern gesehen haben. Und es gibt, glaube ich, auch die Möglichkeit, das Krafttraining dort zu machen, aber ich weiß nicht ganz genau, wie das am Schluss alles laufen wird. Und wir waren jetzt heute in der Trainingshalle, okay. Die ist in der Nähe von unserer Spielhalle, dann, aber du kriegst nur mich eine würde Trainingshalle interessieren, du in der hast gerade schon Spielhalle. Gesagt, mit einem Interview jetzt gerade hier mit einer Lokalzeitung,
Also es sind ja logischerweise aus anderen Nationen, aus der gleichen Sportart, aber auch aus anderen Sportarten, aus der gleichen Nation und auch von anderen Sportarten, aus anderen Nationen Menschen da. Bist du schon jemand über den Weg gelaufen außerhalb deiner normalen alltäglichen Volleyball-Bubble, der oder die auch jetzt hier als Athletin oder Athlet in Paris ist? Also irgendeinem Gewichtheber, der aus Stuttgart kommt oder keine Ahnung? Oder gab es da noch kein Treffen? Wir haben zwei Ruder gesehen, jetzt kam gerade Badminton an. Es sind noch nicht alle da, die Handballmädels sind schon da, die Handballjungs kommen, glaube ich, heute. Wen habe ich denn noch gesehen? Ja, von anderen Nationen, andere Sportarten, die laufen die halt alle die ganze Zeit über den Weg. Also das ist wie wenn du auf die Straße gehst, dann ist halt irgendein eine andere Sportler und in der Mensa ist halt, sind ja nur Sportler und Betreuer. Wo ich 99% davon einfach auch nicht kenne und noch nie gesehen habe. Aber du siehst halt, also, dass es Sportler sind. Also, du kannst sie auch so ein bisschen kategorisieren, würde ich sagen. Ja, wie gehst du da Also, vor? Komm, wir spielen das mal durch. Mach mal ein Beispiel. Das finde ich jetzt naja, witzig. also du siehst erstmal, ob es Team oder Einzelsport ist, meistens, weil die Wenn halt sie immer in, alleine oder in Gruppen sitzen. weil du dich halt genau, entweder sitzt oder halt dich auch bewegst, öfter, zumindest, wenn du zum Training gehen willst, dann siehst du die halt, und dann kannst du, ja, das, aber das ist in Deutschland ja sowieso schon so, also ein Ruderer hat so ein breites Kreuz und ist meistens groß und er sieht anders aus wie ein Volleyballer. Die Turner sind Georg Rosser. meistens, ja, aber der sieht nicht aus wie ein Ruderer. Ja, stimmt. Also, dann würde ich sagen, ein Turner erkennst du relativ leicht. Also, die sind halt meistens relativ klein und relativ breit. Ja, also du kannst so ein bisschen zuordnen. Bei manchen Teamsportarten ist es nicht so leicht. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich aus jedem Land einen Handballer von einem Basketballer unterscheiden kann, aber du kannst zumindest mal so ein bisschen abschätzen, was ist. Ringer erkennt man. Die haben immer die Ohren so. Und Judokas. Da wird immer in den Ohren gezogen. Ja, also so, du kannst so ein bisschen einordnen. Natürlich weiß ich nicht von jedem die Sportart, also das ist ja utopisch, glaube ich. Ja, verständlich. Da sind es auch viel Also zu viele. hier meine Laienbitte an dich. Ich war logischerweise noch nie in einem olympischen Dorf, aber ich wäre wirklich sehr verärgert, wenn du aus Paris zurückkommst und dein Handy nicht voll ist mit Fotos und Videos und Erinnerungen. Ja, gestern war's crazy. Also gestern war Ja, schon krass. halte drauf. Wir müssen jetzt nicht andiskutieren, was dein Social Media Game zurzeit macht, weil das ist weiterhin katastrophal. Ist okay. Aber zumindest die interne Bildergalerie und Videogalerie wäre mir recht für dich. Wird gefüllt. I'm trying. Sehr gut. Bleib da Also wenn es da dran. spezielle Anfragen gibt, dann kann ich gerne mal draufhalten. Also ich würde dir einfach nur empfehlen, du hast vorhin, glaube ich, so ein Reel hochgeladen. Erstmal gut, dass du es gemacht hast, Jan. Positive Rückmeldung, finde ich gut. Absolut Aber schlecht. ja, absolut schlecht. Du musst Aber einfach. ich war under time, also ich habe halt ein bisschen draufgehalten und war dann under time pressure zu cutten, weil ich muss ja zum richtigen Zeitpunkt noch rausgehen. Ja, aber es geht nicht ums Cutten, sondern du musst das Rohmaterial, gibt der Situation kurz eine Sekunde mehr Zeit. Du schwenkst immer so schnell, man erkennt überhaupt gar nichts, Mann. Das als Ja, Tipp aber von dann mir. wird es wieder zu lang. Aber okay, danke für deinen Hinweis. Ja. Ich werde länger draufhalten, schick dir Rohmaterial und dann kannst du mir mal ein Beispielvideo draus machen. Ja, ich schneide dir auch was. Ich habe da Ressourcen für dich. Ich sitze gerade viel Super. in öden, in öden Sitzungen und Gesprächen. Da habe ich Zeit. Da habe ich Zeit. Aber leider kein Perfekt. WLAN. Ich habe leider kein WLAN. Der muss ja vorher runterladen, ist ja kein Problem. Ja, mach ich. Okay, bringt uns so. Ich hebe natürlich die beste Frage für den Schluss auf. Genau. Eine wichtige Frage noch. Ich meine, du bist jetzt ja noch nicht lange da. Aber ich sag mal, es gibt natürlich auch so diverse Mythen, Geschichten und Gerüchte rund um das olympische Dorf. Also, dass Okay. beispielsweise die deutsche Feldhockey- oder Hockeymannschaft einen
einen sagenhaften Ruf hat bei den Olympischen Spielen, was das Feiern betrifft zum Beispiel. Das Sind steht noch nicht ja da, glaube ich. genau. Auch schöne Grüße, mit denen hatte ich zum Teil ja auch schon mal Kontakt. Das sind auch ganz feine Jungs. Ich glaube, die werden, wenn sie erfolgreich sind, da auch viel Spaß miteinander haben. Die wirst du dann vielleicht auch noch kennenlernen. Aber Hoffentlich. es gibt ja auch diverse Geschichten, was das Thema Dating unter Olympioniken betrifft. Und da gab es zumindest, da erinnere ich mich daran, bei den letzten Olympischen Spielen, gab es scheinbar auch diverse Apps, die dann hochfrequentiert wo waren die letzten Olympischen Spiele? War das Tokio? Benutzt wurden. Hast du dazu schon irgendwas gehört? Nicht, ob du jetzt beteiligt bist oder nicht, will ich natürlich nicht wissen, aber die journalistische Pflicht, die zwingt mich natürlich dazu, dir jetzt die Ich Frage zu weiß stellen. es, ich kann es ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Aber Aber ich ich glaube dir werde kein nicht Wort, wenn du um. mir. Es gibt doch Single-Jungs bei euch in der Mannschaft. Ich weiß nicht, wie viele, aber es wird welche geben. Und du kannst mir nicht erzählen, dass dieses Thema noch nicht besprochen wurde. Also Das jetzt Thema runter mit wurde den Hosen. Erzähl's tatsächlich, mir. das Thema wurde tatsächlich noch nicht Laber artikuliert. keine Scheiße, das glaube ich dir nicht. Also dass es hier öfter Techtelmechtel gibt, das ist allen bekannt. Es wurde aber intern nicht viel drüber gespäßelt, aber ich weiß nicht, ob es irgendwelche Apps und Connections gibt hier, wie man sich hier datet intern. Da kann ich dir tatsächlich. Ich werde mich umhören und versuchen, mich deine Frage in einer Woche Genau, besser das zu wäre mir recht. beantworten. Ja, also wir stellen die Frage auf Standby und ich werde dich dann in einer Woche mit ein bisschen mehr Eindrücken dann nochmal konfrontieren und dich einfach bitten, da investigativ auch nochmal dem Thema nachzugehen in den kommenden Ich Tagen. werde es, ich werde mich bessern. Sehr gut. Genau, und dann letzte Frage wäre eigentlich, würde mich noch interessieren, welche kleinen Anekdoten, welche so, das ist ja oft so ein bisschen jetzt noch, vielleicht hast du noch die eine oder andere Geschichte oder den ein oder anderen Eindruck aus dem Nähkästchen. Hast du so die letzten Stunden oder Tage passiert, was ist so was Besonderes, was dir irgendwie, was so vielleicht eine Kleinigkeit ist, was irgendwo, was anders ist wie sonst? Gibt es irgendwelche Sachen, die dir aufgefallen sind? Sind irgendwie, ist das Besteck besonders graviert oder habt ihr ein Betthupferl auf dem Kissen gefunden, als ihr aufs Zimmer seid? Welche Kleinigkeiten, welche kleinen Geschichten gibt es noch, Jan? Also es, wie gesagt, mit den kleinen Pins ist so ein Ding. Das wusste ich tatsächlich nicht. Also dass dieses Pin-Sammeln von anderen Nationen ein Ding ist, die haben wir hier auch gehabt. Das ist ja ein großes Ding, dass es ein Olympioniken-Handy gibt. Wir haben jetzt heute ein neues Samsung-Handy bekommen. Jeder Olympionik bekommt ein Handy. Ja, von Samsung in der Special Olympia Edition. Wusste ich auch noch nicht so lange, aber das haben wir jetzt heute bekommen. Und Musst du das benutzen? Also darfst oder man darf, erzähl, man muss erzähl. nicht, ich weiß es nicht, man darf es benutzen, ist natürlich für die Olympioniken bestimmt, es ist nicht dazu gedacht, das weiter zu verkaufen. Da ist eine eSIM installiert, die mit 100 GB freie Datenvolumen hier. Und ist halt diese Special Olympia Edition. Sozusagen, ich weiß nicht, ob die frei käuflich ist. Ich vermute mal wahrscheinlich nicht, dass das eine Limited Edition ist. Habe ich damit aber, das haben wir vor einer Stunde bekommen, habe mich noch nicht damit auseinandergesetzt. Damit soll wohl auch über dieser Nahverkehr und so laufen. Da gibt es aber auch noch extra Karten, die man haben kann, um den Nahverkehr als Olympionik frei zu benutzen und so weiter. Weiß ich aber nicht ganz genau tatsächlich, für was sie da ist. Es wird darum gebeten von Samsung, glaube ich, irgendwie, falls man auf dem Podium ist, damit ein Selfie zu schießen. Wie verpflichtend es ist, weiß ich nicht. Habe ich mich noch nicht damit auseinandergesetzt. Werde ich tun, wenn ich auf dem Podium stehe oder kurz davor für mich. Der Mann hat noch Ziele. Natürlich. Ansonsten gab es heute, ach, das gab es auch noch eine Bag aus dem Drogeriemarkt quasi mit allen kleinen Deo und Duschdas, bla bla bla. Kulturbeutel sozusagen, ein aufgefüllter Kulturbeutel, und hier gibt's, ach, das, was ich da ein gutes hab, gibt's so eine, ach, hier, guck mal an meinem Zettel, gibt's eine Coca-Cola Holzmarke aus Paris, gibt's quasi so Getränkeautomaten, wo du einfach die ganze Zeit Getränke ziehen kannst, und da hältst halt diese Holzkarte hin, das haben wir noch neu, und ja, ansonsten
sind wir noch am Outfit finden. Wir werden uns so abstimmen, dass wir als deutsche Volleyballer definitiv versuchen aufzufallen. Für die Eröffnungszeremonie. Und an der Eröffnungszeremonie werden wir wahrscheinlich nicht teilnehmen. An der nächsten, die geht über 7 Stunden wahrscheinlich und geht bis 23 Uhr und wir spielen am nächsten Morgen um 9. Das wird, die wird für uns nicht stattfinden, aber wir werden es natürlich von hier verfolgen. Das ist ein bisschen schade tatsächlich. Das hätten wir gerne, glaube ich, alle mitgenommen. Aber ja, wir haben ja hier ein bisschen Alternativen mit. Ich würde sagen, Orange-Lachsfarben würde ich jetzt mal definieren. Gelb, weiß, grau, schwarz. Dann versuchen, den optimalen Look für jeden Tag zu finden. Aha. Ja, Das ach, wäre ihr habt spannend. ja jeden Tag einheitliche Kleidung oder kannst du anziehen, was du Nee, willst? eigentlich können wir, aber würden gern uns als Team Volleyball Deutschland täglich outen wollen. Mit irgendeinem wilden Accessoire. Ja, ich sehe dein Format auf mich zukommen. Outfit of the Day oder so. Auch gerade, Ja. auch im Olympischen Dorf mal Influencer sein. Ist doch dein Ding. Ja, ey, das wäre eigentlich ganz Ihr cool. müsst da eigentlich einfach nur einen Tobi Krick vorne vor den Karren spannen und dann läuft der Hase. Sehr geil, ja. Schauen wir mal. Der Tobi Krick holt die große Menge ab und du bist in Asien ganz stark, was die Followerschaft So ist. betrifft. Na, da habe ich bei Ihnen auch keine Chance. Mangas. Ja, genau. Okay, ja, sehr gut. Gut. Das waren ein Haufen Eindrücke. Cool. Ja, gar nicht verarbeitet, aber ich hoffe, in einer Woche ist es ein bisschen anders und besser und bis dahin ist der Sport auch dann deutlich in den Vordergrund gerückt, denke ich. Das ist das Wichtigste. Ja, auf jeden Fall. Ja. Möchtest du noch was erzählen oder willst du die Folge im Olympia-Format lassen? Nee. Hier passiert schon ein bisschen was, aber Das rollen wir dann alles danach auf. wir rollen das dann mal wann anders auf. Gut. Wenn du wieder irgendwo in Europa den Ball über die Schnur spielst, dann können wir da wieder über meine wichtigen Themen sprechen. Ja, das ist So. Plan. Also, Jan, dann wünsche ich viel Erfolg. Danke. Saug alles so weit wie möglich auf, alle Eindrücke und nimm so viel du kriegen kannst und gib nichts davon zurück. Mache ich. Genau, Videos und schicke ich dir dann. genau, Videos gerne durchschicken. Du hast ja meinen Tipp gehört für die Social Media Accounts und ansonsten gib mir gerne einen Terminvorschlag, wenn du schon irgendwie einen Zeitplan hast. Also ich würde mich sehr Das freuen, ich glaube, die Menschen auch. Und wird, ja. wenn ihr Fragen habt, ähnlich nischig, wie ich sie heute gestellt habe, diesmal nutzen wir das wirklich. Schreibt in das Fragenformat bei Spotify, schreibt das bitte rein, was euch interessieren würde. Auch nischige Fragen. Ich nehme Ja, die sehr alle gerne. auf. Es gibt keine Ausnahmen und dann gucken wir mal, dass wir bis in der Woche nochmal was aufgezeichnet bekommen. Wie gesagt, wird spontan, weil es ja sich sehr, wir sehr anpassungsfähig sein müssen. Ja. Also im Internet im Olympischen Dorf würde ich schon mal 9 von 10 Punkte geben. Das ist, ich bin nicht mehr im Internet drin. Ich benutze mein eigenes. Okay, Safety first. also 0 von 10. Perfekt. Gut. Heftig. Jan, ich bin Mein jetzt nämlich auch Lieber, gleich raus. Ich muss nämlich hier weitermachen. viel Aber Spaß beim Arbeiten, mein Lieber. viel Erfolg, viel Spaß. Wir hören uns. Pass auf dich Danke. auf. Tschüss. Ciao.